Der gesamte Originalton hat sich verabschiedet. Also bitte ich um Ruhe und Aufmerksamkeit. Die Kackscheiße hat mich bis jetzt schon genug Nerven gekostet. Jedenfalls geht's hier um das geilste Carbonara-Rezept, weil ich einen Trick für euch habe, mit dem es wirklich jedem Dummbasser draußen gelingt. Für eine traditionelle Carbonara starten wir mit Guanciale. Wenn der euch aber genauso fehlt wie mütterliche Liebe oder mir der Sound, dann nehmt einfach ganz normalen Speck. Eigentlich nimmt man hierfür nur Pecorino, da ich Parmesan aber einfach liebe. Nehmt ihr hier gefälligst auch bitte Parmesan, bla bla bla. Jetzt 3 Eigelb zum Käse. Mir ist wirklich an der Stelle scheißegal, was ihr mit dem Eiweiß macht. Ich habe hier gerade ganz andere Probleme. Verrührt das Ganze, bis eine fettige gelbe Creme entstanden ist, den Speck auslassen. Hier hätte ich jetzt noch einen Trick gezeigt, weiß aber eigentlich eh nie einer von euch zu schätzen. Die fast gekochte Pasta gibt ihr jetzt direkt zur Soße. Außerdem einen großen Löffel von eurem Pastawasser. An der Stelle kommt jetzt eigentlich das tolle Geheimnis, das aber halt auf die Art und Weise nur halb so spannend ist. Also packe ich einfach super intense Music drunter. Rührt die Carbonara, wenn du im Wasser badest. Macht doch mal die Musik aus. Wenn ihr das jetzt verkackt, dann seid ihr einfach nicht für die Küche gemacht. Ich sag, wie es ist. Anschließend gibt ihr jetzt noch den Speck und den flüssigen Teil des Fettes dazu. Cremigste Carbonara. Aha. Ist klar, auf einmal geht's doch wieder. Wow, ich hasse mein Leben.